Die Themen heute: Freihandelsabkommen mit den USA. Und im Juni startet wieder bundesweite Aktion mit dem Rat zur Arbeit. Rund 12% der bayerischen Exporte gingen 2014 in die USA. Mehr als 3000 Unternehmen des Freistaates pflegen Geschäftsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten. Etwa 850 amerikanische Betriebe sind mit Standorten oder Vertretungen in Bayern präsent. Diese Partnerschaft und auch den Austausch von Waren könnte noch in diesem Jahr das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP stärken. Darauf macht jetzt ein Kongress in München aufmerksam. Wir haben jetzt 9 Verhandlungsrunden hinter uns und wir machen gute Fortschritte. Ob wir wirklich alles bis Ende des Jahres abschließen, das werden wir noch zeigen. Aber wir wollen jetzt wirklich wichtige Fortschritte machen bis Ende des Jahres. Wir wollen damit ja unseren Einfluss in der Welt sichern. Das tun wir mit der Hilfe der Amerikaner. Die Amerikaner bedienen sich auch Europas und gemeinsam können wir hier sozusagen einen Fußabdruck hinterlassen, was sonst in den nächsten 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich sehr viel schwieriger würde. Die Vereinigten Staaten sind unser wichtigster Exportpartner, unser zweitwichtigster Handelspartner, waren im Wert im letzten Jahr von 20 Milliarden, die wir dorthin exportiert haben, 10 Milliarden von dort importiert. Das macht die zentrale Stellung aus. Wenn wir das TTIP bekommen, wird das alles noch einfacher. Das ist ein Wachstumsschub gerade für Bayern. Die ersten geheimen Verhandlungen zur geplanten Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA hatten für viel Kritik gesorgt. Inzwischen klärt die EU-Kommission regelmäßig im Internet über Inhalte und den Stand der Gespräche auf, betont Güllner in seiner Rede. Für mehr Transparenz und sachliche Diskussionen sprechen sich auch die anwesenden Unternehmer aus und sind davon überzeugt, dass ein freier Handel deutlich mehr Chancen als Risiken für die bayerische Wirtschaft bietet. Wir würden profitieren, indem wir nicht zusätzliche Registrierungen bzw. Bewilligungsverfahren durchlaufen müssen, die halt zusätzlich zu den standardisierten Prozessen, die wir schon im Hinblick auf Lieferungen nach Europa oder in Weltmärkte bereits durchlaufen haben. Die hohen Standards in Deutschland sollen weiterhin gelten. Arbeitsrechte, Umwelt- und Hygieneauflagen werden auch künftig in den einzelnen Ländern geregelt. Auch daher ist Koller offen für ein Freihandelsabkommen. Die bayerische Industrie werde seiner Meinung nach stark profitieren. Denn mehr Handel schaffe auch zusätzliche Arbeitsplätze. Bereits zum 15. Mal heißt es wieder: Mit dem Rat zur Arbeit. Im Zeitraum von Juni bis Ende August stellen sich die Teilnehmer der Aufgabe, an mindestens 20 Tagen mit dem Radl zur Arbeit zu fahren. Dabei geht es nicht um getretene Kilometer, sondern darum, wie oft das Fahrrad genutzt wird. Denn nur wer sich ausreichend bewegt, bleibt auch gesund. 30 Minuten am Tag, das reicht schon, um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben. Es hilft in erster Linie natürlich gegen die gängigen Zivilisationserkrankungen. Das sind Diabetes der Typ 2, Diabetes mellitus, nicht der genetische Typ 1. Es hilft gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Osteoporose. Und es hilft auch bei der kognitiven Leistungsfähigkeit. Die bundesweite Mitmachaktion initiierten im Jahr 2001 in Günzburg die Krankenkasse AOK und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Damals gingen gerade mal 828 Biker aus 50 Betrieben an den Start. Im vergangenen Jahr waren es bayernweit bereits mehr als 50.000. Seit der ersten Fahrt legten Teilnehmer fast 200 Millionen Kilometer zurück und sparten damit über 39 Millionen Kilogramm CO2 ein. Ich bin eigentlich sehr stolz auf die Entwicklung, denn wenn man sieht, dass wir vor 15 Jahren in einem kleinen Testgebiet mit 800 Teilnehmern begonnen haben, das dann über eine bayernweite Aktion zu einer deutschlandweiten Aktion machen konnten, dann ist das zunächst mal ein ganz großer Erfolg. Ein bisschen enttäuscht bin ich, dass nicht alle Bundesländer so stark dabei sind wie Bayern, denn mit unseren 50.000 Teilnehmern oder über 50.000 Teilnehmern stellen wir natürlich das größte Feld. Mit Radeln darf jeder Arbeitnehmer. Für mehr Spaß und Motivation können auch Teams aus maximal 4 Kollegen eines Betriebes gebildet werden. Jeder darf dabei auch gerne seine eigene Strecke fahren. Auch Pendler können sich an der Aktion beteiligen, da das Radeln zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz ebenfalls gewertet wird. Neben der positiven Wirkung auf die eigene Fitness und die Umwelt bietet die Initiative zusätzlichen Anreiz zum Mitmachen.
Ich freue mich über jeden, der wirklich teilnimmt. Wir haben ganz attraktive Preise, auch dieses Jahr. Es ist aber im Kern, am Ende immer wieder etwas, was man sagt, es ist etwas für meine eigene Gesundheit. Es ist etwas für den Teamspirit im Unternehmen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele gute Gründe, dass man sich auch für diese Teilnahme bei Mit dem Rad zur Arbeit entscheiden sollte. Wer dabei sein möchte, findet nähere Informationen auf der Internetseite www.mitdemradzurarbeit.de.